Der Gameboy Advance Kalender, der Gameboy Advance Kalender, der Gameboy Advance Kalender, Gameboy Advance Kalender. Ach, wer singt denn nicht gerne zu dieser besinnlichen Weihnachtszeit? Draußen geht gefühlt die Welt immer wieder unter, aber wir können in den eigenen vier Wänden eine kleine Weihnachtswelt entstehen lassen. Nun zum eigentlichen Thema und willkommen zum 14. Kalendertürchen des Gameboy Advance Kalenders. Eigentlich handelt es sich um eine Sammlung aus Final Fantasy 1 und 2, aber wer wird so pingelig sein? Ich gebe zu, dieses Spiel als englische Buggy-Version auf der PlayStation X oder One zu kennen und nie weit gespielt zu haben. Da ich aber wissen wollte, wovon ich spreche, habe ich nur für euch nochmal den Game Boy Advance rausgeholt und das Game auf Deutsch gespielt. Wirklich gut finde ich übrigens die deutsche Lokalisation und die ist auch dringend zu empfehlen. Ich empfinde die Jokes als gut übersetzt und allgemein bei Final Fantasy Spielen oder auch Fantasy Spielen bin ich immer ganz dankbar für eine deutsche Version, da ich dazu neige, Worte nachzuschlagen, die es gar nicht gibt und dann verzweifle, weil ich nicht weiß, was die mir da erzählen wollen. Worum geht es bei Final Fantasy 1? Naja, man spielt vier absolut charakterlose Helden, denen man einen Job wie zum Beispiel Schwarzmagier oder Krieger verleiht und diese ziehen mit ein paar Kristallen aus, um die Welt zu retten. Klingt erstmal unspektakulär, war für seine Zeit aber ein absolut herausragendes Spiel, das, soweit ich weiß, Squaresoft damals auch den Hals gerettet hat. Egal wo wir hinkommen, wir werden einfach mit Problemen begrüßt. Als Beispiel fällt mir die Hafenstadt ein, in der ich die erste Person anspreche, die da herumläuft und statt eines Hallos nur ein Hilfe, wir werden tyrannisiert bekomme. Keine weiteren Fragen, keine Infos. Oft sind die Dialoge unfreiwillig komisch, aber ich glaube, das macht viel des Charmes bei solchen Spielen aus. Abwechslung haben wir im Gegnerdesign und Topografie ebenso, wie man es von einem guten Final Fantasy gewohnt ist. Was ich hier auch gleich als großen Kritikpunkt anbringen muss, ist die Gegnerfrequentierung. Meine Fresse, teilweise kommt auf jeden Schritt eine Zufallsbegegnung, weshalb einfach mal 10 Meter auf der Karte zu laufen sich als echt lästig herausstellen kann. Die Zauberer in der Truppe können auch maximal 3 Zauber pro Stufe erlernen, weshalb man ziemlich angeschmiert ist, wenn man die Slots nicht für Heilzauber wie zum Beispiel Antidot nutzt. Beim ersten Mal spielen kann es für Spieler, die solche Games gar nicht kennen, vielleicht sogar frustrierend werden. Zum Glück ist das Spiel aber nett und wenn man merkt, dass man die falschen Zauber gekauft hat, kann man sie vergessen. Das Backtracking ist leider auch nicht so unterhaltsam und es ist ein riesiges Manko. Gerade ist man noch froh, durch einen Dungeon gekommen zu sein und endlich den Ausgang wiederzufinden, kann es passieren, dass wir wieder reingeschickt werden, um den kompletten Dungeon nochmal zu spielen, weil es jetzt am Ende einen neuen Weg gibt. Und das passiert nicht nur einmal. Ach, ich bin eine geduldige Spielerin, aber Mensch, muss ich mich zusammenreißen, nicht einfach auszuschalten und was anderes zu spielen. Wenn man diese beiden Dinge außer Acht lässt, muss ich aber sagen, dass ich eine echt gute Zeit mit diesem Spiel hatte und es mir tatsächlich um einiges mehr Spaß bereitete, als ich zunächst erwartet habe. Die Kämpfe sind rundenbasiert und das Jobsystem funktioniert hier wirklich gut. Jeder Charakter ist Experte auf seinem Gebiet, wodurch sich die Figuren nicht austauschbar anfühlen, obwohl sie nicht eine Dialogzeile haben. Mich erinnert es tatsächlich ein klein wenig an mein PlayStation 1 Baby Blaze & Blade, bei dem man auch Charakterklassen wählt, die zwar ein wenig Pseudodialog im Game haben, aber doch recht frei interpretierbar sind. Man kann sich als Spieler somit auf die Welt an sich und die Questgeber konzentrieren. Ebenfalls entwickeln sich die Jobs der Charaktere ab ungefähr der Hälfte des Spiels weiter, was zumindest für mich einen leicht belohnenden Effekt hat. Was die eigenen Figuren vielleicht für Charaktere haben, ist rein der Spielerfantasie überlassen. Ich denke, das macht auch den Reiz eines solchen Japano-Rollenspiels aus und war damals ein nicht unerheblicher Grund für seine Popularität und den Anfang einer tollen Reihe, die mal mehr, mal weniger sehr gut gelungene Games hervorbrachte. Die Game Boy Advance-Version ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich bin immer noch begeistert von aufgepeppten Grafiken und Berichtigungen in der Spielmechanik. Wenn ein Gegner stirbt, ist es im Original so, dass man mit der nächsten Figur ins Leere schlägt. Das kann für richtig viel Frust sorgen und ich bin wirklich dankbar, dass dies in der Advance-Version geändert wurde und man den nächsten Monster 1 auf die Omme gibt. Falls ihr euch also schon immer mal für den ersten Teil der immer noch sehr beliebten Reihe interessieren solltet, sei euch die Game Boy Advance Version wärmstens ans Herz gelegt.